ein Bungee-Trampolin heute auf dem Platz vor dem Stadion am Zoo. 33. Spieltag, der vorletzte Spieltag und zugleich das letzte Heimspiel in dieser Saison 2016-2017. Heute ist auch der WSW Kids Day mit einigen Angeboten für die ganz, ganz kleinen WSV-Fans. Und außerdem müssen wir heute leider Abschied nehmen von einigen Spielern. Und wir wollen auf jeden Fall Danke sagen für euren Support in der ersten Regionalliga-Saison nach dem Aufstieg im letzten Jahr. Das sind die Highlights heute des Spiels WSV gegen den Bonner SC. Kevin Hagemann ist bei uns 0:0 gegen den Bonner SC, das zweite torlose Remis in Folge, wobei ich glaube, zufriedene Gesichter sehen anders aus. Ja, wir hätten heute gerne gewonnen, wie wir es so oft wollen, und ich glaube auch, dass wir die Chancen gerade hinten raus dazu hatten. Wir hatten viele Räume, haben leider mit Enzo, den trifft er natürlich gut, den Kopfball, schade, dass er nicht reinrutscht, aber den Punkt nehmen wir natürlich auch mit. Ich glaube, die eine Sache, wie seit Wochen, das Thema Chancenverwertung, es waren wieder ein paar hundertprozentige dabei. Ja, ist richtig. Irgendwann muss mal einer reinrutschen, klar. Sonst gewinnst du keine Spiele, und das haben wir auch heute nicht gemacht, weil wir nicht getroffen haben. Und das müssen wir dann noch in Gladbach hoffentlich zum Saisonabschluss nochmal besser machen. Ja. Es war eine emotionale Kiste heute. 2700 Fans waren dabei, einige Spieler auch verabschiedet aus dem Team. Wie war das für euch als Mannschaft? Ja, teils traurig, teils stolz natürlich. Man vermisst ein paar gute Kollegen, wirklich ein paar gute Fußballkollegen. Und ich wünsche auch an der Stelle allen, die den Verein verlassen, alles Gute. Und traurig, dass sie gehen, aber nur das Beste für die Zukunft. Kevin Hagemann, vielen Dank. Danke. Babacar Mbenge 0:0 gegen den Bonner SC. Du wurdest ja vor dem Spiel verabschiedet, dein letztes Heimspiel. Ich vermute, das war für dich auch nochmal eine emotionale Kiste heute. Ja, auf jeden Fall. Letztes Mal für den Verein vor den Zuschauern gespielt. Ist ja nochmal eine Möglichkeit, nächstes Wochenende nochmal für den Verein zu spielen. Und ja, ich glaube, ich habe es heute ganz gut gemacht, weil ich einfach Spaß hatte und ich bin gut drauf. Und ja,
Ich bin fit, mir geht's gut, ich fühle mich wohl, die letzten Wochen besonders. Und ja, ist immer schwer, so ein Abgang, aber ich glaube, ich habe nochmal mit dem Abschied nochmal gezeigt, dass ich es drauf habe. Und ja, mal sehen, es wird auf jeden Fall für mich weitergehen. Also hier zwar nicht, aber es geht immer weiter und man sieht sich immer wieder. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, sagen da schon mal in der Hinsicht alles Gute. Heute kein Tor zugelassen. Vorne wäre es schöner gewesen, wir hätten auf jeden Fall getroffen. Wie hast du das auf dem Feld gesehen? Ja, also für mich, klar, ich habe jetzt lange nicht gespielt, war für mich die Priorität einfach, dass wir kein Tor hinten kriegen. Aber wenn ich jetzt das beobachte, so was wir für Chancen am Ende hatten, da wäre es schon gut, wenn wir einer von reingegangen wären, ne? Weil dann hätten wir nochmal einen Sieg und das wäre für mich gerade nochmal für das letzte Spiel nochmal super. Aber was willst du machen? Wir haben nicht verloren, wir haben jetzt gegen einen guten Gegner eine gute Leistung abgerufen, die komplette Mannschaft. So, also ich bin stolz auf die Mannschaft und ich glaube, ich habe auch ein gutes Spiel gemacht. Also ich fühle mich gut. Und ich bin froh, dass ich das nochmal zeigen konnte. Du bist vor einem Jahr zurückgekommen zum WSV, hast ja früher schon gespielt. Wie war das Jahr für dich? Insgesamt war es ja ein Jahr mit Höhen und Tiefen hier innerhalb der Mannschaft, beziehungsweise wenn wir auf die Tabelle gucken. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt für mich persönlich war es von Anfang an top wohlgefühlt. Ich habe mir immer gesagt, du hast genau das Richtige gemacht. Ich fühle mich mit der Mannschaft wohl, mit dem Trainerteam. Ja, klar, dann kam auch eine Phase, wo ich nicht gespielt habe. Aber ich habe mich trotzdem jetzt nicht irgendwie schlecht gefühlt in der Mannschaft oder außenstehend irgendwie. Ja, dann habe ich mich dazu noch verletzt im Winter. Ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Ja, aber ich denke, ich bin dann fit zurückgekommen. Ja, aber da lief die Mannschaft einfach sehr gut. Und bis dato hat die dann auch super Ergebnisse geleistet. Ja, und jetzt in den letzten Wochen, Gott sei Dank, durfte ich nochmal dran. Dank Tristans fünfte gelbe Karte. Aber jetzt, ist vorbei, ne? Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Wie gesagt, alles, alles Gute für die Zukunft und vielleicht sieht man sich auch mal dreimal. Ja, freue ich mich. Würde ich mich sehr freuen. Babaka, vielen Dank. Vielen Dank auch.